Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu, ich wollte schon sagen, Let's Play, nein, zu Spiele, die ich gut finde, aber niemals Let's Playen werde, so. Und damit zurück zu Final Fantasy VII. Ich habe mir gerade eben schon ein bisschen hier was durchgelesen, wollte es eigentlich komplett Offplay machen, aber ich fand die Sprüche, die Cloud dazu macht, eigentlich relativ witzig auch teilweise. Deswegen dachte ich mir so, ach komm, nimmst es mit dazu und ja, jetzt reden wir dementsprechend mit diesen Typen hier und geben denen ein paar Tipps, beziehungsweise damit ja eigentlich uns selber, aber naja, schauen wir nochmal. Deswegen etwas über ATB. ATB bedeutet Active Time Battle. Bei diesem System läuft die Zeit während des Kampfes kontinuierlich weiter. Wenn du im Konfigurationsmenü des ATB in Warten änderst, hält die Zeit an, während du im Menü Zauber, Objekte und so weiter wählst. Also wie in Vampire Spawn 2. Du kannst in Ruhe deine Befehle auswählen, für euch Anfänger genau das Richtige. Wenn du im Konfigurationsmenü Empfohlen wählst, hält die Zeit an, während im Kampf Zauber, Objekte oder Objekte wirken. So kannst du die Wirkung in Ruhe betrachten. Wenn dir die Hektik nicht liegt, ist das genau das Richtige. Ich persönlich verwende immer aktiv, aber du kannst es selber entscheiden. Das war's. Habe ich eben auch schon gemacht, weil ich finde Warten immer sehr viel entspannter natürlich. Etwas über die Zahlen im Bild ist eigentlich klar, aber trotzdem. Die weißen Zahlen, die beim Kampf am Bildschirm gezeigt werden, sind Schadenspunkte. Klar. Die grünen sind Heilpunkte. Auch klar. Und behalte diese im Auge, wenn du nicht kampfunfähig werden willst. Okay, das war jetzt eigentlich nicht so wichtig, egal. Etwas über Reihe und Abwehr auf jeden Fall. Mit dem Befehl Reihe änderst du die Position zwischen Vorder- und Hinterreihe. In der hinteren Reihe fallen die Schäden geringer aus, dafür ist aber auch die Angriffsstärke geringer. Du kannst während des Kampfes die Reihe mit links ändern. Drücke im Kampf rechts, um Abwehr zu wählen. Der erlittene Schaden halbiert sich bis zum nächsten Befehl. Wenn du es mit einem starken Feind zu tun hast, sollst du diese Taktik nutzen. Ich benutze so etwas natürlich nicht. Genau. Habe ich gerade eben auch schon gemacht. Ich habe Barret mal nach hinten gestellt, weil Barret erstens nicht so den geilen Schaden austeilt. Und ja, viel aushalten tut er eigentlich ungefähr fast schon wie Cloud. Aber ich sag mal so, ich habe mir da nochmal extra Infos meinem Freund geholt. Barrets Schaden wird nicht unbedingt geringer, weil der ist ja sowieso eigentlich Fernkämpfer und schießt nur mit seiner Knarre. Deswegen das ist scheißegal, ob ich den nach vorne zu den anderen stelle oder nach hinten. Deswegen dachte ich mir auch, komm, stellst du Barret nach hinten, dann ist er so der große Mann im Hintergrund. Kann es auch nochmal zur Not heilen oder sowas. Wenn einer tatsächlich, der vorne steht, down gehen sollte, dann hält er nämlich mehr aus, überlebt auch länger und deswegen, ne, ist, denke ich mal, so ganz gut. Etwas über Flucht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals den Befehl Flucht benutzt habe. Du hingegen wirst ihn sicher brauchen. Aha. Drück im Kampf L und R gleichzeitig, um zu flüchten. Gut zu wissen. Anzeige. Im Kampf siehst du mehrere Anzeigen. Du kannst jetzt die Wirkung nicht sehen. Merk dir einfach, was ich dir sage. Okay. Die Zeitanzeige gibt die Zeit bis zu deinem nächsten Eingriff in den Kampf an. Klingt ein bisschen komisch so formuliert, aber ist okay. Ich weiß, was du meinst. Wenn die Anzeige voll ist, kannst du deinen Befehl erteilen. Wenn du keinen Befehl erteilen möchtest, kannst du X drücken und zum nächsten Helden übergehen. Sehr praktisch, wenn du Barret mal in Draff halten willst. Alles klar. Die Limitanzeige erhöht sich jedes Mal, wenn du einen Schaden einsteckst. Wenn die Anzeige voll ist, kannst du Limit-Techniken benutzen. Sehr nützlich. Diese Anzeige wird nicht nach jedem Kampf gelöscht, sondern baut sich durch den erlittenen Schaden langsam auf. Was sehr gut ist auf jeden Fall. Wobei wir natürlich sowieso schummeln können und dauerhaft unser Limit voll haben können, wenn wir wollen. Was ich vielleicht für einen bestimmten Boss, der später noch kommen wird, durchaus benutzen werde, könnte ich mir vorstellen. Fängt mit J an, für die, die wissen, wen ich damit meine. Naja, es dauert einige Zeit, bis sie wieder vollständig aufgefüllt ist, setzt sie also überlegt ein. Vielleicht weißt du schon, dass es zwei verschiedene Gemütszustände gibt, nämlich Zorn und Trauer. Ich würde sagen, es gibt mehr Gemütszustände, aber hier im Spiel anscheinend nicht. Entweder man ist traurig oder zornig, glücklich gibt's nicht. Im Zorn baut sich deine Limitanzeige schneller auf, triffst aber nur ungenau. Beachte, dass sich bei Trauer deine Limitanzeige langsamer aufbaut, dafür erleidest du weniger Schaden. Ja, durch deine Tränen ist dann alles so verschleiert, dass das natürlich total Sinn macht dann, könnte man sagen.
Die Barrierenanzeige ist für besondere Zauber vorgesehen. Okay. Die obere Leiste bedeutet Schutz gegen physische Angriffe, die untere Schutz gegen Zauberangriffe. Beide halbieren jeweils den erlittenen Schaden, verschwinden aber mit der Zeit. Achte immer auf die Barrierenanzeige, wenn du Schutzschilder verwendest. Das ist alles. Denk beim nächsten Kampf daran. Zustand. Zustand bezieht sich einfach auf den Zustand der Charaktere. Ich will mich nicht zu sehr wiederholen, also erwähne ich nur die wichtigen Punkte. Du kannst schlafen. Du kannst erst Befehle erteilen, wenn du aufgewacht bist. Macht Sinn. Gift. Nimmt dir im Kampf kontinuierlich die Lebenskraft. Zorn. Der Schaden nimmt zu, die Trefferquote ab. Dagegen helfen Beruhigungsmittel. Wieso muss ich an Toni aus Defonia denken? Trauer. Der Schaden nimmt ab. Dagegen hilft Hyper oder Hyper, wie auch immer. Dann bist du voll hyperaktiv, yo. Versteinerung. Oh je, das gibt's auch. Führt zu Versteinerung. Nein, nur shit, Sherlock. Trifft es alle Mitglieder, wird die Gruppe vernichtet. Nicht gut. Psycho. Führt dazu, dass sich Freunde gegenseitig angreifen. Oh je, schweigen. Unterbindet die Fähigkeit zum Zaubern. Lähmung. Zeit und Befehle werden angehalten. Blind. Präzision von Schlagangriffen nimmt ab. Frosch. Verzaubert dich in einen Frosch. Ich hasse das. Der arme Cloud ist immer so schon passiert. Aber ja, ich erinnere mich daran. Das habe ich im Let's Play mal gesehen. War aber eigentlich ganz witzig und niedlich, wenn man ein Frosch ist. Uff, das schafft mich. Was denn, das Ganze zu erklären oder ein Frosch zu sein? Sei kein Frosch wie in Loriot. Zustände solltest du überprüfen, wenn du was kaufst. Zauber und Objekte können Zustände verändern. Okay, bald haben wir es durch. Juhu. Nebenwirkungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dann wird das auch geklärt. Nein. Nebenwirkungen sind Spezialeffekte bei Waffen und Zauber. Du musst sie im Kampf zu deinem Vorteil nutzen. Ein fortgeschrittener Spieler achtet immer auf die Nebenwirkungen. Ich habe eine Liste zusammengestellt. Sie ist nicht vollständig, also nimm sie nicht allzu genau. Okay. Hitze. Feuereffekt. Funktioniert am besten bei Tieren und Wassermonstern. Kälte. Eiseffekt. Funktioniert am besten bei Feuermonstern und allen Kältehassern. Also bei mir. Ich habe zuerst Käsehasen gelesen. Frag mich nicht, warum. Wer kennt sie nicht, die Käsehasen? Gewitter. Blitzeffekt. Wirkt sich bei mechanischen Gegnern aus. Habe ich richtig vermutet. Alles gut gemacht bisher. Erde. Angriff mit der Kraft der Erde. Keine Auswirkung bei fliegenden Feinden. Jo, denkt man sich. Gift. Vergiftet Feinde. Keine Wirkung bei Feinden, die selber giftig sind. Alles klar. Schwerkraft. Angriff mit Schwerkraft. Tut ganz schön weh, wenn du getroffen wirst. Ja, das glaube ich dir. Wasser. Ruft Wasser herbei. Große Wirkung bei Feuermonstern. Jo. Wind. Große Wirkung bei fliegenden Feinden. Das ist gut. Holy. Die Holy Trinity, die Apokalypse. Ruft die Kraft des Planeten herbei. Okay. Große Wirkung bei dunklen Monstern. Okay. Wieso heißt das unbedingt Holy? Ich meine, kannst du nicht direkt heilig oder einfach Licht schreiben? Egal. Im Kampf ist es oft sinnvoll, entgegengesetzte Nebenwirkungen anzuwenden. Was ist überhaupt Nebenwirkungen heißt? Das klingt so komisch. Ich hätte es anders genannt, aber egal. Die Verwendung gleicher Nebenwirkungen steigert gewöhnlich die Verteidigung. Aber das Umgekehrte trifft auch zu, also pass auf. Um zu erfahren, welche Nebenwirkungen die Feinde besitzen, brauchst du die Materia-Analyse. Wenn du sie hast, solltest du versuchen, sie einzusetzen. Stimmt, das gab's doch auch im Remake. Aber dass es hier sogar gibt, das wusste ich noch nicht. Oder ich hab's vergessen, eins von beidem. Cool. Etwas über Hilfe. Ja, sag mir das nochmal. Es sieht so aus, als hättest du mich beim letzten Mal nicht verstanden. Was ist los mit dir? Etwas zerstreut? Na, mach dir keine Sorgen. Du musst im Kampf nur Minus drücken. Dann führt dich die Hilfemeldung durch die Befehle. Außerdem wird der Name deines Feindes angezeigt. Darum verwende sogar ich sie manchmal. Kann sehr nützlich sein. Alles klar, da haben wir es jetzt endlich. Mehr Zeit habe ich nicht. Tschö. Holy, holy moly. Aber okay. Da fällt mir übrigens gerade noch ein,
wollte mir ja noch was Besseres kaufen eigentlich. Genau, hier seht ihr es auch nochmal. Ich habe das auch hier mit der Reihe gemacht, wie gesagt. Ausrüsten. Wir hatten hier doch irgendwas, was wir sonst noch kaufen konnten. Genau, hier Accessoire-mäßig zum Beispiel. Oder hier auch bei der Rüstung. Wir hatten hier nämlich eine Bronzereife. Und bei dem einen Waffenladen, da gab es doch mehr. Oh nein, da lag was. Hallo, springender Speicherpunkt. Ist das nicht eine Materia? Materia alle, das ist gut. Hey, auf Anhieb. Das war Materia. Nimm als nächstes diese Schatztruhe. Okay, thank you. Die fällt mal eben so von der Decke. Äther. Not bad. Jetzt hör zu. In diesen Schatztruhen sind viele Objekte versteckt. Es gibt Kisten und Beutel. Gib also Acht, dass du keine übersiehst. Okay. Warum hat sich die jetzt dauerhaft geöffnet und geschlossen? Das war ein bisschen gruselig, aber okay. Hallo, Cloud. Danke. Dankeschön. Und wer wohnt hier oben? Hallo. Das hier ist ein Slum. Glaub ja nicht, du kannst hier umsonst wohnen. Ich guck mich doch nur um. Was hast du vor? Du bist doch bestimmt müde. Nein, kommt nicht in Frage. Ich will doch jetzt nicht schlafen. Tja, Bursche, hä? Man sollte schlafen, wann es nur geht. Man sollte speichern, wo es geht. So wird man alt. Denk dran, alter Junge. Ich bin nicht alt. Nicht so alt. Aber cool, hier wird ich so mit Piratenkopfkissen und hier sowas. Was liegt da? Was ist das? Irgendwie so eine Art Tragetasche oder so wahrscheinlich. Oder ein Halfter für eine Kanone, könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl ich da auch an Blazing Dragons so ein bisschen denken muss, an diesen Gummischwanzwärmer. Frag mich nicht warum. Aber okay. Kann ich mir das hier auch angucken oder sagt ihr dann sofort, ey, du musst hier schlafen oder was? Ja, hier kann ich aber irgendwie gerade nichts anklicken. Nee, das ist wirklich nur zum Gucken oder halt zum Übernachten. Hilfe. Geh raus. Dankeschön. Ja, ich sollte gehen. Ist okay. Hui. Warte mal, war der Laden... Nee, Quatsch, der war doch nicht hier. Da war ich doch gerade eben erst. Ist das hier ein anderer Eingang zum gleichen Raum oder ist das was anderes hier? Das ist irgendwie gar nichts. Auch okay. Okay, so komme ich auch wieder runter. Und jetzt bin ich direkt wieder hier. Das ist gut. Ich will nochmal mit dir... Hallo, ich will noch mal mit dir reden. Hey, hallo, Moment mal. Du kannst hier nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. Das hatten wir doch schon. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, du schießt mir dann ein drittes, ein zweites Popoloch. Kaufen. Genau, guck mal hier, der Eisenreif, der macht nämlich bei uns allen schon die Verteidigung höher. Deswegen, her damit. Ich möchte gerne. Wieso habe ich echt so wenig Gil? Oh, ich habe echt so wenig Gil. Das ist aber schade. Jetzt konntest du nur für einen holen. Das ist ja doof. Nein, ich habe nicht genug Geld. Naja, Cloud, du kriegst erstmal die bessere Verteidigung. Du kriegst den Eisenreif. Dann haben wir zumindest was auch gleich wieder zum Verkaufen. Hui. Entschuldigung. So. Ja. Verkaufen. Objekt. Man kann sogar Materia verkaufen. Sehr interessant. Ich möchte gerne hier. Dieser scheiß Bronzereif, den braucht nämlich kein Mensch. Wie viel? Insgesamt 50. Alle angreifen, bla bla bla. Gib mal. Ich
Wie viel mehr Geld habe ich jetzt dadurch? Ah, da unten. 126. Kann ich mir dafür nicht direkt dann doch das nächste Mal nochmal kaufen? 160. Aber das kostet genau 126. Holen wir es uns. Was? Ich hab doch... Ach so. Ach, ich bin doof. Ich hab falsch geguckt. Okay. Mist. Ja, schade. Da haben wir jetzt leider nicht genug Geld, um uns alle nochmal hier ordentlich aufzurüsten. Hätte ich ja ganz gerne sonst gemacht, aber das durfte ich jetzt leider nicht. Schade. Sehr, sehr schade. War ich hier eigentlich schon drinne? Weiß ich gar nicht mehr. Ah ja, doch, das war ja diese komische Apotheke hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier geht's irgendwie raus, aber das wollen wir ja noch nicht. Was ist hier für ein komischer Schornstein im Boden? Keiner weiß es. Hui, ich kann drum herumlaufen. Hey, kleines Kind, was ist mit dir? Warum bist du hier vor dem Laden und heulst? Was ist los? Wenn es mal wirklich drauf ankommt, bin ich ein Schwächling. Ich bin immer noch ein Nichtsnutz. Oh, wir können ihn nicht mal trösten. Was ist mit dir? Hör mir zu. Wenn keiner zuhört, welchen Sinn hat dann das ganze Getratsche? Ja, und du? Ist da mir doch egal. Ich besorge noch ein paar Informationen, die dich, die sogar dich interessieren dürften. Warte nur. Okay. Aber ich denke mal auch, bevor ich jetzt so richtig weitermache mit der Story und sowas, werde ich hier direkt einen Cut machen. Das war jetzt eher so ein optionaler kleiner Part mit den, ja, hauptsächlich mit Informationen, wie hier das Spiel zu spielen ist quasi. Und, ja, dann werden wir im nächsten Part mit der Story auf jeden Fall hauptsächlich dann weitermachen. Und, ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und seid glücklich und vergnügt und überhaupt sowas alles. Und, ja, bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Ciao!